sind soweit. Wir können damit auch loslegen. Oh, hat's Maus echt noch geschafft? Hat's Maus noch geschafft auf die Cache? Nice. 12 zu 3. Ja, ganz ehrlich, schaffen die das jetzt immer über die 16-14 sogar noch gewonnen. Ja, ganz locker vom Hocker. Als wär's das Einfachste der Welt. So, jetzt auf jeden Fall erstmal die Kniffe-Runde. Die Spieler haben natürlich jetzt schon lange genug drauf gewartet, bis sie dann letztendlich spielen durften. Schauen wir, was Martin und Marcy da noch machen können. Oder ob die Nahe von Tier natürlich an Tab geht. Auf Mirage ist es normalerweise einfach immer halt einfach die CD-Seite, die du wählen möchtest. Ja, T-Seite kann man sicherlich auch einiges reißen, aber ich denke mal, Tab wird sich hier wirklich für die CD-Seite, wie gesagt, entscheiden. So ist es auch. Gerade wenn man halt schon einigermaßen eingespielt ist, dann ist es normalerweise immer die bessere Wahl. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Park spielt, könnte man sich es auf Mirage vielleicht sogar noch überlegen. Je nachdem, wie gut der Durchschnittsskill einfach ist. Also wenn du mit mehreren Spielern zusammenspielst, die einfach sehr, sehr gut im Spiel sind, die viele Smokes können, die ungefähr wissen, wie so ein Go zu funktionieren hat, dann könnte man sich vielleicht auch wirklich die T-Seite überlegen. Sonst dann eher immer die CT-Seite. Also wie gesagt, im Mix, in einem Teamspiel ist es jetzt wieder was komplett anderes. Wenn du eingespielt bist, dann normalerweise einfach immer die CT-Seite. So, Freeman, sehr schön. Den ersten Ring mitgenommen, den zweiten auch noch. Sehr schöner Double-Kill von ihm hier. Oh, Martin und Marcin können nochmal zurückschlagen. Damit den Base-Part trotzdem freigeräumt und Martin nochmal gegen Kurzi ebenfalls erfolgreich gewesen. Und somit stehen dann David K. und Butcher trotzdem nur noch zu zweit gegen drei Spieler da, obwohl sie da eigentlich so eine schöne Eröffnung hatten. Aber David K., der will diese Runde trotzdem nicht abgeben. Butcher ist aber alleine und er muss ins 1 gegen 1. Martin hat nur noch 21 HP und es müsste eigentlich bekannt sein, dass er ziemlich gut angeschossen ist. Die Bombe liegt nicht unbedingt für ihn. Das heißt, Butcher kann hier ein bisschen mit dem Fake-Diffusen arbeiten, aber er rechnet, glaube ich, nicht damit, dass Martin schon so weit durch ist. 21 HP, jetzt hat er ihn gesehen. Jetzt weiß er genau, wo der Gegner ist. Butcher zieht einfach durch, jetzt hat er abgebrochen und da ist der Headshot. Da ist der Headshot, der Hit war noch da von Butcher, aber Martin überlebt mit 6 HP. Und setzt ihm dieses Gesicht noch rein. Sehr schöne Pistol Round hier. Auf jeden Fall schon mal von beiden Seiten aber eigentlich. Trotzdem gibt es aber letztendlich das 1:0 für die Augen auf dir. Und damit muss natürlich Web erstmal in den Force rein. Ja klar, sie können die Bombe nicht planten. Das sollte eigentlich jedem klar sein, dass sie auf der zweiten Seite die Bombe nicht legen können. Dementsprechend gibt es ja auch noch nicht irgendwie die Möglichkeit, sich da in der dritten Runde schon eine Waffenrunde, ja, anzusparen oder sonstiges. Das Einzige, was ich eigentlich mittlerweile wirklich lieber sehe, ist, wenn halt die CTs einfach in der zweiten Runde nicht forcen, sondern halt einfach sparen. Weil es gerade auch auf Mirage wahrscheinlich sogar Sinn machen würde, zwecks Equipment dann im Endeffekt. Aber gut, ich meine, man kann den Force natürlich auch einfach gewinnen, so geht es natürlich auch. Weil der hat eigentlich eine sehr, sehr hohe Winrate an sich. Also diese zweiten Runden werden sehr häufig gewonnen, knapp 50%. So, und da ist ein Yu. Macht er erstmal eine recht langsame Runde, also man möchte da wohl kein Risiko eingehen, dass man irgendwo reinläuft. Das Problem ist nur, dass sie jetzt Richtung A halt auch keine Infos gesammelt haben und deswegen trotzdem in den Stack reinlaufen werden. Also man kann hier direkt einen mitnehmen, wird allerdings auch sofort gerefragt. Phaser kann mit OSP ebenfalls einen erwischen. Butcher ist auch erfolgreich und somit steht man im 3 gegen 2, man hat die 4 gegen 2, sogar man hat die Überzahlsituation. Zepper versucht sich da irgendwie reinzuklicken, aber auch er wird rausgenommen und da sind sie genau in diesen Stack gelaufen. Klar, man wollte aber so langsames Spiel, man wollte vorsichtig sein, aber dann durch die Smoke da rein zu pushen, war in dem Moment die absolut falsche Entscheidung. Da sind sie komplett zerlegt worden von Feb, direkt die Gegenrunde geholt. Da sind wir dann wieder bei diesen 50% und somit Ice und You selbst im Frostbite. Das ist jetzt quasi für sie genauso, als hätten sie die Pistole einfach verloren. Genau derselbe Ablauf. Außer, dass sie halt jetzt eben schon eine Runde haben. Mit der Deagle auch wieder in der Mitte. Phaser muss natürlich jetzt sehr vorsichtig sein. Mit seinen 42 HP wird er da nicht mehr allzu viel machen können. Und bei Fett muss man auch aufpassen, weil sie natürlich jetzt da selbst auch von den eigenen Waffen noch ein bisschen gefährlich dabei sind, was jetzt die Waffenwahl auf der Gegner angeht und vor allem halt die Rüstungen der Gegner. Phaser mit der Granate gegen Martin. Gut, war jetzt nicht so viel Damage. 96 HP noch bei dem. Wenn dann Jumpshot versuchen würde auf die Position, und dann könnte Martin wahrscheinlich sogar rausnehmen. Aber die Spieler von Ice und You haben sich hier erstmal dafür entschieden, den
Boost zu spielen. Auf den Jump ist er leider ein bisschen zu spät gekommen. Martin wurde einmal hochgeschickt. Face hat sich dafür entschieden, nochmal kurz reinzugehen. Jetzt nach dem Deagle-Schuss könnte man natürlich vermuten, oder weiß er auf jeden Fall, dass dieser Boost halt eben gespielt wurde. Die Frage ist es nur, wird er noch aufrechterhalten oder eben nicht. In dem Moment wurde er es nicht mehr. Aber der Connector ist offen und das könnte für ihn ein sehr, sehr großes Problem werden. Luck hat sich dabei die Scout geschnappt. Versucht damit weiter irgendwie Stress zu schieben. Also man ist auf jeden Fall in der Unterzahl bei Ice und You, aber gerade wenn wir uns die HP von Butcher und Phaser anschauen, dann wissen wir, dass da nicht mehr allzu viel üblich sein wird. Oder einfach nicht mehr allzu viel üblich ist. Punkt. Und gerade mit der Scout könnte halt Lucker dann noch ziemlich viel anrichten. Aber die entscheiden sich jetzt erstmal einfach schön hier durch kurz durchzupushen. Ein bisschen noch die Entfernung ausnutzen, um da vielleicht mit der Deagle noch ein, zwei Headshots hinterherzusetzen. David K. kann zumindest einen picken. Die Flash sah sehr, sehr gut, hat alle drei absolut blind gemacht. Lucker geht ebenfalls down. Und auch Zapper fällt damit 2 zu 1 für Feb. Sehr schön, Nicole. Ich weiß nicht, vielleicht sollten sie ihren Clan einfach umbenennen. Ich bemühe mich schon, das B so weich wie möglich auszusprechen. So weich, wie es irgendwie noch geht. Ja, 2 zu 1 für Feb und damit eben erstmal die Eco bei Ice on You. Also nachdem sie die zweite Runde da abgegeben haben, geht es hier sofort wieder in die andere Richtung. Feb hat die Chance quasi, dieses 3 zu 1 dann erstmal rauszukriegen. Oh, Phaser hat sich da, glaube ich, ein bisschen verschaut. Und zumindest konnte David K. mit der M4 dann hier nochmal einen picken. Ich denke, er wird auch gleich nochmal gegen Martin rumziehen, wenn der nicht sowieso schon down ist. Grog macht hier einfach alles alleine. Kein Bock mehr auf die Runde. 4 Kills von ihm. Damit natürlich nochmal ordentlich Geld gefarmt. Insgesamt 2400 eingesackt. Das ist natürlich immer auch der große Vorteil bei den SMGs einfach. Du kriegst halt super viel Geld dadurch. Und zwar wirklich super viel. Wir sehen es ja auch jetzt bei Feb, dass sie einfach halt, ja, 4 Spieler haben, die mindestens über 6000 haben, sogar schon an die 7000 teilweise. Nur David K. fällt halt da ein bisschen raus. Bei Feb macht man hier jetzt direkt den Offensiv-Push und versucht damit den Aufbau von Ice and You zu stören, aber Marcy hat genau damit gerechnet, dass hier im B-Haus eben irgendjemand offensiv kommt und dementsprechend konnte er sich halt auch locker rauspicken. Oder zumindest einen locker rauspicken. Er hat zwar selbst nur 37 AP, aber der First Break sitzt dann einfach und darum geht's. Connector wurde wieder relativ offen gelassen oder wird halt eben von Kerrigan oben gedeckt vom Ticketschalter. Skrunk bekommt nochmal eine Flash, mit der er dann auch gleich wieder offensiv reinfacen kann. Also man versucht hier wirklich viele Infos zu sammeln bei Feb, um frühzeitig zu wissen, was Ice on You halt eben vorhat. Um sich dann auch frühzeitig darauf vorzubereiten. Aber auch Skrunk hat jetzt nicht wirklich irgendwas gefunden. Klar, er kann dann sagen, okay, next steht keiner, aber gut. Das ist jetzt nicht so viel wert. Martin wird aus seiner Ecke rausgezogen und er kommt da wirklich nochmal weg. Ich wäre gestorben. Ich wäre beim Versuch wegzuspringen einfach gestorben. Allein am Sprung von mir schon, weil ich so ein Movement-Günther bin, dass ich halt direkt weg wäre. Bakker kann jetzt auf den ersten Kill durch den Connector ziehen, ja. Und damit hat Skrunk dann natürlich ein Riesenproblem. Zapper ebenfalls sofort mit dem Headshot im Gesicht hier. Na gut, wo soll ein Headshot auch sonst hin? Freeman auf jeden Fall im 1 gegen 5. Ja, und er wird überhaupt nicht mehr rankommen, weil er hier schon die Abdeckung aufschießen muss. Aber ein sehr schöner Headshot aber gegen Martin. Der hat sich ein bisschen zu sicher gefühlt. Der Spray gegen Zapper wäre fast erfolgreich gewesen, aber halt auch eben nur fast. Denn der Headshot von Zapper war ein kleines Stückchen schneller und somit Ice und You mit der zweiten Runde hier hinterher. Also bisher muss man ihn lassen in dieser Waffenrunde gerade eben. Sehr saubere Headshots. Umbenennen ist halt eher schlecht, wenn der Sponsor so heißt. Ach Quatsch. Also sie halt der Sponsor umbenennen. So einfach. Seht ihr? Problemlösung. So, Ice on You baut sich nochmal über die Mitte auf. Haben auch wieder Spieler in den Weinkeller unten geschickt. Also die Mitte da mit drei Leuten letztendlich einzunehmen, ist eigentlich so der Standard halt, den man auf Mirage normalerweise durchzieht. Von Zapper auch hier wieder super defensiv abgewartet und Skrunk letztendlich auch rausnehmen können. Also wir merken schon, dass Feb auf jeden Fall versucht, hier wirklich viel auch offensiv ins Spiel zu bringen. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man bräuchte es hier gegen Ice on You. Aber jetzt das zweite Mal schon, dass dieser Offensivmove halt voll nach hinten losgegangen ist. Und
Nice. Und Juve ist aber trotzdem noch sehr vorsichtig. Klar, sie haben jetzt die Überzahlsituation, aber sie wissen halt eben auch, dass Fab bisher eben so offensiv unterwegs war. Und deswegen könnte es natürlich durchaus sein, dass sie Juve nochmal begegnen. Und da kann sich Zepa im A-Haus nochmal einen krallen. Butcher geht da down, gut, ein bisschen unglücklich. Zepa überlebt dann mit 12 HP, aber er war halt schneller im Endeffekt. Und somit kann man dir den A-Spot wieder sauber freiräumen. Ich weiß nicht genau, ob man es da wirklich noch großartig angehen kann oder angehen möchte überhaupt. Jawohl, Lacker nimmt Phaser mit und somit David bzw. Freeman hier im 2 gegen 5. Und das lassen sie einfach direkt sein, da schieben sie dann weg. Also wenn dieser eine Frag halt auch noch fällt, dann kannst du es eigentlich wirklich sein lassen. Und somit wird es die Runde Nummer 3 obendrauf geben für Ice on You. Mal schauen, was die... was das Ende der Runde noch bringt, ob die beiden da überhaupt safen können oder ob sie noch rausgenommen werden. Martin ist auf jeden Fall schon mal auf der Suche. Aber nichts. Ich denke mal, man sollte jetzt bei Ice on You halt selbst aber aufpassen, dass man nicht so viel Geld verliert. Aber weil wir selbst nicht so viel haben. Gut, ich meine, Martin hatte mit seinen 4500 schon auf jeden Fall hier genug, dass er sich das leisten kann. Der alte Moneyboy. Das gönnt er sich. Das gönnt er sich ganz easy. Auf jeden Fall jetzt der Ausgleich 3:3. Ice on You hat sich da sauber wieder rangearbeitet. Nachdem sie ja die zweite Runde eben abgegeben haben, diesen Forcepower, ja, da sind sie einfach ein bisschen zu sehr in diesen Stack reingelaufen, zu unvorbereitet. Aber seit sie die Waffe in der Hand haben, läuft sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Diesmal nochmal direkt durch die Smoke durch. Ist jetzt wahrscheinlich auch ein deutlich besserer Versuch. Kommt einfach unerwarteter und vor allem halt auch nicht gegen den Stack. Oh, sehr schön gegen Phaser da gespielt. Der wurde sofort aus der Position rausgetrieben. Zepa mit dem Headshot. Alter Schwede, was haben die mit dem gemacht? David K. und Freeman auf jeden Fall. Im 3 gegen 3 ist noch okay. Ja, man hat hier die ausgeglichene Situation. Da kann man den Retake durchaus nochmal angehen. Vor allem jetzt, wo David K. den ersten schon bekommen hat und die Bombe noch nicht mal geplantet wurde. Aber Pot konnte nochmal durch den Smoke pushen und da Butcher rausnehmen. Aber Freeman wehrt sich hier und zwar ziemlich gut. Zwei Headshots später ist die Runde auch schon vorbei. Und damit das 4:3 für Fab. Aber halt für Ice on You. Noch kein Geldproblem. Also wie gesagt, noch können sie nachkaufen. Das war halt auch gut, dass sie gerade eben zwar gehuntet haben, aber halt nur einen einzigen Spieler dabei verloren haben, denn sonst könnte es langsam aber sicher schwierig werden. Skrunk in der Mitte, sauber. Mit der AWP den ersten Spieler hier rausgenommen. Ich weiß nicht genau, wer eigentlich der feste AWP-Spieler so ist. Also, ja wohl, Phaser macht's mal Quatsch, natürlich weiß ich's. David K. schön in der Mitte, richtiges Timing. Aber ich glaube, der zweite ist halt immer so, es wird halt eher immer durchgereicht. Normalerweise haben die meisten Teams dann auch einen oder zwei Spieler, die halt dann normalerweise eine zweite AWP übernehmen. Aber bei Fab habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile wirklich schon jeden mal... Jetzt wird's krass, das lange Rohr in der Hand haben sehen. Ja, Pot und Zepa werden da zu zweit wahrscheinlich nicht mehr allzu viel anrichten können, wenn sie jetzt nicht wirklich einen der beiden Spots halt schnell freikriegen. Zwei schnelle Headshots, dann könnte man da vielleicht mal drüber reden, aber ich denke mal... dass da alles in allem wahrscheinlich Schluss sein wird, diese Runde. So, Pot und Zepa haben sich da oben im A-Haus vergraben. Da warten sie schon ab auf bessere Zeiten, auf den gestrigen Tag. Aber ob sie da noch wirklich so viel draus machen können, das ist wieder eine andere Frage und ich gehe momentan wirklich ehrlich gesagt nicht davon aus. Am besten halt einfach die beiden Waffen safen. Sie haben ziemlich viel Equipment dabei, sie müssen kaum was nachkaufen. Theoretisch könnte Zepa noch eine droppen. Pot könnte auch eine legen mit dem, ja, mit selbst ohne Loser-Bonus wird es quasi reichen, selbst wenn sie nur 1400 bekommen würden. Und so sieht es auch danach aus, als ob die beiden die Runde einfach sein lassen. Bei Fab ist man schön diszipliniert, wird hier nicht irgendwie reingehen, um noch eine Waffe zu verlieren, was auch völliger Quatsch wäre. Einfach schön alle 5 durchsafen, gerade die Doppel-AWP ist natürlich einiges wert und sich dadurch selbst schon mal ein kleines Geldpolster immer anlegen. Und dann können sie schauen, wie es hier in der nächsten Runde weitergeht. Tja, und da ist mir gerade, genau, ja, die bekommen aber kein Geldboot, Muxer, du hast absolut recht. Das ist mir gerade eben auch aufgefallen, als ich auf den Geldstand geschaut habe, da kennt sich einer wieder nicht aus mit diesem Spiel. Ei, 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 aber nichtsdestotrotz reicht es hier für den Forcebuy, also für die Tech Nines. Oh mein Gott, einmal mit Profis casten. Unglaublich. Oh,
Oh, oh mein Gott, wie sie ihn gerade vernascht haben. Alter Schwede, Phaser komplett outplayed. Der wird sich nie wieder auf den Server trauen. Der ist weg jetzt. Der ist einfach nur weg. Der wird nicht mehr spielen. Der ist einfach AFK für sich. Der ist, alter Schwede, komplett an die Wand gespielt da gerade eben. Skrunk und Butcher haben da schon schnell in die Küche nachgeschoben. David Care und Freeman versuchen da den Retake irgendwie nochmal ins Rollen zu bringen. Jetzt bitte, ist halt, dass gerade auch noch die AWP jetzt an Ice and You übergegangen ist. David Care wird noch ein bisschen angeschossen, ja. Aber Fab sieht's ein, dieser Retake, der ist nicht mehr holbar zu 5 gegen den, also zu dritt gegen den 5er B-Spot hier nochmal zu retaken, ist Quatsch und deswegen lassen sie es auch einfach sein. Sehr, sehr schöne Runde da von Ice and You. Absolut gereadet, wie sich Fab hier aufstellen wird und dann auch gut. Und dagegen vorgegangen. Hey, Kavi jetzt hier immer mit der Ruhe, ne? Vielleicht bin ich ja gar nicht Muxer, sondern Manuel Neuer. Und immer wenn die Kamera kommt, verkleide ich mich als Muxer. Und ich habe auch Muxers Stimme. Aber das zählt alles nicht. Ja, Fab auf jeden Fall mit dem Versuch hier nochmal die Mitte gegen zu pushen. Das denke ich mal gar kein so schlechter, Call hier in dem Moment. Das Problem ist nur, dass Ice auch mit drei Spielern dagegen steht, die schon sehr, sehr weit in der Mitte fortgeschritten sind. Und Martin hat auch einen ziemlich schönen Headshot dabei. Ja, ich weiß nicht, vielleicht einfach ein bisschen früher nächstes Mal. Gut, weil sie eh schon ziemlich instant reingegangen sind. Oder halt dann, ja, mit mehr Spielern noch. Weil sie sind jetzt wirklich nur zu zweit reingegangen letztendlich. Und da haben sie halt gegen drei gespielt. Das heißt, dass Ice and You per Default einfach die Überzeitsituation hatte und die halt auch gut ausgespielt hat. So, der WK, Phaser und Freeman also zu dritt wieder hier in der Unterzahl-Situation. Und sie haben zwar die eine AWP noch auf dem A-Spot, aber haben sich trotzdem erstmal 1-1-1 aufgestellt. Normalerweise ist es halt dann häufig so, dass die AWP alleine abgestellt wird und die beiden anderen Spieler halt für den zweiten Spot dann noch gehen. Jetzt kann Freeman auf jeden Fall ansagen, dass es hier Richtung B geht. Die vielleicht habe ich bisher auch noch nicht gesehen und ich glaube, ich weiß auch wieso. Ja, da war keiner blind. Pot von sofort Freeman rausnehmen. Lakers mit der AWP on point und somit steht Phaser hier im 4 gegen 1. Wird wahrscheinlich diese Runde nicht mehr entscheiden können, deswegen zieht er sich auch schon zurück. Und das wird dann wohl die Runde Nummer 5 für Ice and You sein. Also bisher stellt sie sich da sehr, sehr gut an. Die T-Runden gefällen mir wirklich. Gefällen. Seht ihr, das kommt davon, wenn ihr mich nicht einkaufen lasst. Dann kommt sowas dabei raus. Also auf jeden Fall gefällt mir es bisher ziemlich gut, was Ice and You da spielt. Und auch der Headshot von selber saß ziemlich gut. Vor allem das gefällt mir ziemlich gut. Einfach diese Headshots halt, die sie setzen können. Das Aiming sitzt wirklich, wirklich gut bei Ice and You. Und sie kombinieren es halt mit den richtigen Spielzügen. Da werde ich ein kleines bisschen wuschig, muss ich ehrlich sagen. Moment, was wird jetzt hier bestätigt? Dass ich heute verwirrt bin oder dass Frauen immer mehr wollen? Ich glaube, man könnte heute beides bestätigen. Ich bin ein bisschen müde, Jungs, aber ich habe so lange Breaking Bad geguckt, gebe ich zu. Ja, so lange ist eigentlich auch wieder relativ, ich konnte lange pennen. So, Fab hat sich jetzt hier wieder schön auf den... Oh mein Gott, wie fu... GG. Fab hat sich hier auf jeden Fall wieder für den A-Stack entschieden. Hat gerade eben schon mal wunderbar funktioniert. Diesmal ist Ice and You aber auf dem Weg auf den anderen Spot. Auch wenn sie jetzt hier wieder keine Info haben, es ist quasi jetzt eine 50-50-Entscheidung. Wäre der B-Spot auf jeden Fall der richtige. Genau, dafür haben sie sich auch entschieden. Bombe ist bereits gelegt. Ja, Fab kann halt schauen, vielleicht gehen noch extra Frags. Safen brauchen sie jetzt hier nichts. Klar, ob man jetzt dem Gegner die $300 gibt fürs Sterben oder nicht, macht wenig Unterschied. Es ist nur eine Smoke in Anführungszeichen. Klar kann eine Smoke die Runde entscheiden, aber es ist unwahrscheinlich. Sagen wir es einfach mal so.
Theoretisch könnte ich jetzt auch gleich aus der Tür gehen und 1 Million Euro finden, aber wie wahrscheinlich ist es? Wehe, wenn jetzt in der nächsten Runde ein 1 gegen 1 ist und also dieses 1 gegen 1 mit einem AP stattfindet und einer von der Smoke gekillt wird. Da gehe ich AFK, dann bin ich weg. So, 6. Runde für Ice&U sitzt, also die Anti-Eco auch wieder sauber ausgespielt. Jetzt haben sie sich mittlerweile schon mal ein sauberes Geldpolster angelegt, werden damit also auf jeden Fall 2 Runden durchkaufen können. Bei Fab ist halt immer noch wenig da, das heißt also, wenn sie jetzt die Runde wieder abgeben, dann geht es direkt wieder zurück in die Eco. Und wenn Ice&U so weitermacht, dann fürchte ich auch fast, dass sie diese Runde noch abgeben werden. Fab versucht direkt nochmal in die Mitte rein zu pushen. Da hat es Martin sauber zerlegt. Wenigstens einen eleganten Abgang gemacht. Jetzt kommt natürlich sofort der Call hier. Okay, wenn 3 Leute in der Mitte sind, dann sind wir intelligent und pushen einfach auf den A-Spot drauf. Aber dadurch, dass sie jetzt diesen Wrecking Skrunk halt eben nicht schnell bekommen haben, werden sie da trotzdem wieder ziemlich zusammengeschossen. Und bei Pfeppermann mittlerweile schon ziemlich nachgeschoben. Hat da eigentlich schon alle 5 Spieler. Nicht nur eigentlich, man hat alle 5 Spieler da stehen. Port wird rausgenommen und auch Marcy hat wahrscheinlich jetzt ziemlich schlechte Karten. Zumindest kann ich nochmal einen picken, sodass er im 3 gegen 1 ist. Aber auch das ist immer noch eine super schwere Situation. Aber er macht hier Was ist denn heute los? Er macht hier fröhlich weiter, pickt da auch noch einen raus. Er macht freundlich weiter. Allzu freundlich war er noch nicht zu seinen Gegnern. 6 zu 6 auf jeden Fall. Fab kann diese Runde wiederholen. Und sich damit selbst vor der Eco retten. Aber dadurch, dass Marcy und Port die Runde noch ziemlich knapp gemacht haben, muss man natürlich ja bei Fab wieder einiges ausgeben und damit sind sie vor der Eco eigentlich noch nicht so wirklich gefeit, sozusagen. Also sollten sie jetzt diese Runde abgeben, mal wieder die gleiche Geschichte wie gerade eben. Lacker konnte einen picken in der Mitte. Martin, jawohl, direkt 2 Leute, weil es so schön ist, direkt den Double Kill eingesackt. Jetzt im Butcher, beziehungsweise das Grunk hier im 2 gegen 4. Also an sich eine gute Situation, eine gute Ausgangssituation für Ice&U, um die Gegner hier zurück in den Eco-Kreislauf zu schicken. Jetzt lässt man sich hier allerdings nochmal von Skrunk in der Mitte picken. Trotzdem immer noch die Überzahl. Wow, ist Frit ein Kau, sagt Marcy. Danke an Frit. Ah, aber sauber, dann ist Skrunk letztendlich rausgenommen. Da hat er die falsche Position gehabt. Und somit ist Badger hier im 1 gegen 3. Ich weiß nicht, er scheint es mal versuchen zu wollen. Wird auch nochmal rausgenommen, war vielleicht ein bisschen zu übereifrig da letztendlich. Ja, man hat genau einen Headshot, aber nur durch die Wand. Durch die Bank durch ist es natürlich zu wenig. Und damit die 7. Runde für Ice&U. Ice&U ist besser als Penta. Twitch Chat confirmed. Ja, nee, aber ich meine momentan so Penta halt jetzt dann wieder mit dem neuen Spieler, ich weiß gar nicht. Also sie spielen ja gerade ziemlich gut. Und ich meine, wenn sie... Gegen Penta haben sie heute schon gewonnen, ne? Ne, gut, muss natürlich sagen, bei Penta hat Lowell nicht mitgespielt. Aber sie hätten auch mit Lowell gegen Penta gewonnen. Sage ich jetzt einfach mal, damit Meepo mir morgen, damit Meepo mich morgen streichelt. So, Lacker setzt auf jeden Fall den First Track, also die machen hier direkt fröhlich weiter. Fab hat sich für den Force-Buy entschieden, was ich jetzt eigentlich sogar ziemlich interessant finde, weil sie werden dann nächste Runde auch wieder nur Force-Buyen können, wenn sie jetzt die natürlich nicht gewinnen. Und die nächste Runde ist die letzte Runde der ersten Halbzeit. Aber gut, man sagt sich, die eine Runde zu sparen wird jetzt auch wenig Sinn machen, deswegen gehen wir lieber zweimal in den Force-Buy rein. Damit fühlt man sich anscheinend sicherer. So, Marcy mit dem Headshot gegen Skrunk. Also auch der geht hier down. Butcher steht ein bisschen offensiver. Wir sehen schon wieder, dass Zapper das halt voll damit rechnet einfach. Ice&U macht hier super langsames Spiel und sie rechnen auch einfach damit, dass Zapper halt trotzdem oder gerade deswegen offensiv kommt und können das halt voll zu ihrem Vorteil nutzen. Jetzt versuchen wir die Bombe vielleicht noch abzufangen, aber nicht mit Lacker. Der hat einfach die gute alte Technik hier raus. Freeman trifft nicht sofort und wird dementsprechend dann auch gefragt und damit ist Felser hier alleine mit seiner Bananex gegen 3. Das wird vorsichtig gesagt schwierig und Marcy setzt ihm auch sofort den Shot ins Gesicht. Damit hat Ice&U also die 8. Runde gesichert und vor allem halt jetzt auch nochmal die Gegner wieder in dieser schwierigen Geldsituation. Sie werden Force-Buyen müssen, es ist die letzte Runde, sparen macht natürlich keinen Sinn. Ich hatte gesagt, Meepo, dass Penta besser als Ice&U ist, damit Ice&U ist, damit du mich morgen streichelst. Weil ich meinte, sie hätten auch mit Lowell auf Inferno gewonnen, wobei der ja sowieso mitgespielt hat, ab der Halbzeit eben.
So, Skrunk hat sich selber die Smoke in der Mitte gelegt. Sollte auf jeden Fall bekannt sein, dass man da rüber schauen kann. Also, sie wollten wieder in die Mitte reinpushen, aber Ice & You hält sich diesmal sehr bedeckt. Da ganz, ganz vorsichtig in diesem Bereich der Map. Marcy kann einen picken, kann zwei picken, kann drei picken. Marcy macht sie komplett kaputt. Gemarcyt. Oh mein Gott. Ja, da wäre aber ein Ace drin gewesen. Da sind wir jetzt gleich mal kritisch. Da hätte er das Ace machen können, aber nichtsdestotrotz, er hat die Runde halt einfach absolut dicht gemacht. Drei Frags plus zwei Low geschossen. Bitte, darf jetzt einfach nichts mehr anbrennen. Und auch Seppe kann seinen Gegner nochmal anbrennen hier. 9:6, also zur Halbzeit. Ice & You auf jeden Fall mit einer sehr, sehr schönen T-Leistung. Wirkten hier eigentlich auch deutlich besser, das Feld, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hatte so das Gefühl, dass sie eigentlich schon die bessere Mannschaft hier waren. Aber ich denke mal, mit dem 9:6 kann man schon ziemlich zufrieden sein dafür, dass es halt immer noch Mirage ist und das eigentlich hier eher so die CT-Map ist. Wunderbarer Chat heute. Wunderbar. Seht ihr, deswegen habe ich das Spiel am Anfang absichtlich noch verzögert, damit hier nach 22 Uhr ist und ihr auch so chatten dürft überhaupt. Weil sonst müsste ich euch ja alle direkt wegbannen. Eieiei. Ja, herzlich willkommen übrigens bei 99 Damage im Twitch-Chat. Für alle, die heute das erste Mal da sind. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. So, Pause ist hier nochmal ganz kurz gecallt. Eine Sekunde, nee. Das geht überhaupt nicht klar. Also gut, dann gehen wir es mal an. Ice & You, wie gesagt, jetzt auf der CT-Seite. Ah, die erste Pistol konnten sie ja für sich entscheiden. Allerdings nicht allzu viel daraus machen. Muss man ehrlich dazu sagen. Ja, sie hat noch die zweite Runde instant abgegeben. Da dachte ich eigentlich noch, okay. Könnte hier vielleicht ein enges Spiel werden. Aber man muss halt jetzt auch wieder dazu sagen, hätte Fab diese zweite Runde nicht geholt, dann könnte es eventuell L4 stehen. Oder vielleicht sogar noch deutlicher. Wer weiß, wie die Hälfte dann ausgegangen wäre. Aber gut, so wie es ist, ist es nun mal. Sehr schöner Headshot gegen Marcy, der hat schon wieder überhaupt keinen Bock auf die Runde. Ist aber das Schönste, wenn du da hinten stehst, dann seht ihr, denkst dir, schön, ich warte jetzt einfach, bis sie mir schönes Crosshair laufen und dann einfach mitten rein ins Gesicht. Aber Phaser und Freeman haben sich da schon überall verteilt. Das wird ein sehr, sehr schwerer Retake werden für Ice & You. Ah, Marcy, immerhin kann er einen picken. Oh mein Gott, und da gehen drei Leute da, weil versucht, die CT-Base einzunehmen. Und jetzt geht's hier echt nochmal nach hinten los. Klar, die CT-Base ist ein wichtiger Bereich. Und es ist absolut verständlich, dass sie den einnehmen wollen. Aber das ging in diesem Moment komplett nach hinten los. Das wird die Runde Nummer 10 sein für Ice & You. Und wahrscheinlich auch, naja gut, obwohl nur die 11 hier oben drauf, weil Fab hat die Bombe geblendet. Das bedeutet also, sie müssen nur eine Runde Eco machen und dann können sie danach direkt kaufen. Also jetzt erstmal bei Fab da nochmal, wie gesagt, diese Full Eco, die sie spielen müssen. David Kay hat hier die P250 am Start. Am Start. Oh Gott, jetzt geht's komplett dahin. Machen halt viele Teams so, dass sie mal ein, zwei P250s kaufen, damit die Runde nicht komplett ungefährlich ist. Weil wenn du jetzt wirklich nur mit Glocks da rausfährst, dann ist es super unwahrscheinlich, dass du einen pickst. Mit dem, ja, mit diesem etwas teureren Pistol steigt die Chance darauf, dass man vielleicht einen Frag bekommt, aber nicht mit Ice & You. Die stehen hier schön auf Distanz, halten die Gegner weit weg, lassen sie überhaupt nicht irgendwie rankommen und somit 11:6 für um Ipo jetzt ein bisschen abzufacken, für Ice & You. Aber wie gesagt, bei Fab ist halt sofort die Kaufrunde drin. Man hat hier eigentlich auch schon ordentlich Granaten dafür, dass sie wirklich nur diesen Early Buy machen. Das sieht man eigentlich selten, dass dann zum Beispiel jetzt wie bei Butcher halt da auch schön Molotov, Smoke und alles mögliche da ist und dementsprechend entscheiden sie sich hier relativ früh dafür, anscheinend den Argo durchzuziehen. Marcy, Lacker und Seppa haben sich da so schon aufgestellt. Die drei werden jetzt gleich gegen den Go gegenhalten müssen, aber Contact wird einfach raus. Oh Gottes Willen! Und dann wird wirklich Gatewright nicht gecheckt. CDS Lee? CDS Lee?
Lacker mit dem 4K. 12 zu 6 für Ice on You. Alter Schwede, und da haben sie sich ein bisschen vertan. Also, das war ein Fehler. Die Position muss einfach gecheckt werden. Da darf ich jetzt auch mal flamen. Das habe ich mir jetzt verdient. Dafür, dass ich immer noch nicht einkaufen gehen durfte. Da musst du einfach reingucken. Ich weiß nicht, sie haben es sicherlich auch gecheckt, aber der stand da irgendwie so komisch in der Ecke. Gut gemacht einfach. Was auch immer da gerade schiefgelaufen ist. Na, Lacka in der Mitte. Er kann natürlich jetzt hier schön reinhalten. Das ist ein ordentliches Fest für ihn. Einfach schön gegen die Eco reinböllern, was geht. Kurz steht auch schon offensiv. Sollte er sich auf jeden Fall mitbekommen, dass es eine Mini-Döner ist oder auch nicht. Da wurde der Spieler sauber überlaufen. Na, David K. noch Bock? Na? Hast du Bock? Nee, auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Freeman ist im 1 gegen 4 und der letzte verbleibende Spieler. Hat sich nochmal die Deagle gesnackt, um damit vielleicht noch ein bisschen Damage anrichten zu können. Jawohl. Da hat es Martin nochmal zerlegt. Gut, der hat jetzt sowieso schon Lower Pay, also war es kein allzu großes, Ding mehr hier. Mich wundert es bloß gerade auch, dass die Ansage so spät ankam, dass der Spieler wirklich im Catch-Rate steht, aber gut, in so einem Durcheinander, ne, dann wird dort angesagt, schmeiß an das Smoke, da muss was hin, da steht einer, dann kann es halt schnell mal untergehen. Und das wurde halt einfach perfekt ausgenutzt, da gerade eben in der Posi. So, und Freeman sucht nochmal nach der Gelegenheit, die sich da vielleicht für ihn irgendwie ergeben könnte, um die Runde aufzumachen. Ich meine, er hat die Bombe dabei, das heißt, wenn er jetzt einen schnellen Pick setzt am B-Spot, wenn er den Spieler, der halt eben den B-Spot verteidigt, rausnimmt, dann könnte er dadurch vielleicht mal die Bombe legen und einfach nochmal $800 extra mitnehmen. Was auch schon, das wäre einfach worth. Mit Ö und F. Funktioniert. So, Lacka, der mauert hier direkt. Da wird die Autosnapper gekauft. Da darfst du einfach nichts kennen. Ah, die Mitte muss gehalten werden. 13 zu 6 momentan für Ice on You. Aber wenn sie die Runde jetzt auch gewinnen, dann wird es langsam aber sicher eng. Gut, obwohl halt auf der anderen Seite auch der Loser-Bonus schon ganz weit oben ist für Fab. Das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr offensiv von Lacka, vor allem mit der Autosnapper. Also da wurde sauber abgehämmt, aber Martin kann gleichzeitig am B-Spot mit der AWP wieder ausgleichen. Damit hat man immerhin schon mal das 4 gegen 4 erneut hergestellt. Wobei das auch eigentlich immer wieder so für die Ts eine bessere Situation ist eigentlich. Weil die halt den Vorteil haben, dass die CTs sich jetzt eben 2-2 aufteilen und keinen schnellen Verschieber haben. Und wenn dieser schnelle Verschieber nicht da ist und du einen der beiden Spots schnell überrennst, dann ist die Runde halt immer so gut wie gegessen. Oder wenn du einen Spieler pickst, dann kriegt der zweite Spieler, der auf dem Spot steht, halt eben keinen schnellen Support, den er eventuell bräuchte. Genau sowas zum Beispiel. Marcy wird jetzt eben überfahren und Zepper muss jetzt irgendwie reingehen. Er wird geforst, ins Duell zu gehen und er macht es auch ziemlich gut. Zwei Leute mit rausgepickt, sodass David K. und Freeman ja auch nur noch im 2 gegen 2 sind. Ganz, ganz starke Aktion von Zepper hier nochmal. Um die Lütech überhaupt noch zu ermöglichen. Martin und Potsch stehen also schon bereit. Eine AWP, eine M4. Sie wissen momentan noch nicht, wo die Gegner stehen, aber es könnte sein, dass sie mitbekommen haben, dass David K. da noch nicht weg ist von dieser Bombland-Position. Aber dann haben sie sich ins Crossfire reinbegeben. Martin verschießt den Schuss gegen Freeman und somit steht er jetzt alleine da. Alleine gegen zwei. Und ich glaube, er möchte sich schon zurückziehen. Ja, die Bombe tickt ihm da langsam, aber sicher auch zu schnell. Er könnte eventuell sogar im Jungle stehen bleiben, wird es von der Reichweite wahrscheinlich auf jeden Fall überleben. Da kann er zumindest David K. nochmal rauspicken. Das heißt also, dadurch gibt es ein bisschen weniger Geld für Fab in der nächsten Runde. Also ein bisschen ist eigentlich gut gesagt, sondern ordentlich weniger Geld. Das Problem für Fab wird nur sein, wenn sie jetzt diese Runde verlieren. Weil sie müssen jetzt alles runterkaufen. Sie werden kein Geld haben gleich. Wenn sie jetzt dann diese Runde verlieren, dann sind sie halt super broke. Weil Loser-Bonus ist weg. Und sie haben halt jetzt kein Geld. Das ist eine einfache Rechnung. Wow. Mathe mit Muxo. Ne? Da lernt er was. So, also die Runde wird auf jeden Fall entscheidend werden für Fab, wenn es nicht sogar schon die, die Key Round quasi für dieses Spiel ist, die es eventuell entscheiden könnte.
Ja, ich glaube, sie wird es auch entscheiden. Also, weil ich meine, wenn Aisin Yu jetzt die Runde gewinnt, 14-7, dann muss Fab in die Eco oder in den Frostbite, 15-7, und dann haben sie eigentlich immer noch kein Geld. Tja. So, und Fab nimmt jetzt erstmal langsam, was sich hier die Mitte ein, haben sich da mit vier Leuten reingespielt, einen vor A noch abgestellt. Und darüber wollen sie dann versuchen, die Runde irgendwie aufzubauen. Sepp hat sich hier vor dem Connector Close positioniert, damit dann niemand an der Smoke irgendwie vorbeikommt, ohne dass er das bemerken sollte. Jetzt hat man trotzdem nochmal hier umsortiert, hat sich dann zu viert vor Action begeben, also quasi genau die Positionen getauscht. Und jetzt geht's los. Falscher vorne weg, aber Lucker trifft. Lucker trifft den ersten Schuss. Marcy sitzt immer noch oben da, bereit und wartet, bis die Gegner irgendwann ins Crosshair rennen. Marcy Nummer 1, jetzt muss er sich irgendwie verstecken, kann sich in der Ecke nochmal zurückziehen, wird dann zwar trotzdem noch rausgenommen von Freeman, aber Zepper sofort wieder mit dem Gegenkill und somit 14-7 für Ice on You. Und ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich glaube, dass das die wahrscheinlich alles entscheidende Runde sein könnte. Oder gewesen sein könnte, besser gesagt. Denn sie ist ja mittlerweile schon durch. So, da geht's ab in die Mitte für Fab. Sie haben sich sogar dafür entschieden, jetzt nochmal gegenzukaufen. Genau, weil man ja halt weiß, wenn man jetzt die auch nicht holt, dann ist es halt wahrscheinlich wirklich durch. Oh, die Flash für Martin kam und sie wird die beiden Spieler, die durch die Smoke pushen wollten, auch nochmal ganz kurz aufhalten. Muss das sehr vorsichtig sein. Er darf auf jeden Fall nicht fallen. Er darf auf jeden Fall nicht sterben hier, Martin. Dass ich gerade mal so gegen David K. durchsetzen. Jetzt leider der Switch aufs Knife. Das kostet ihm wieder das Leben. Fort. Jawohl, sehr schön, da ist der Double Kill. Bisher noch ziemlich unauffällig in diesem Spiel. Aber jetzt, wo man ihn braucht, jetzt ist er da. Aber wir sehen es bisher nur 8 Tode. Also er war wirklich sehr vorsichtig. Spüren Sie es schon, Mr. Krabs? Scrunk Freeman versucht das Ganze nochmal anzugehen. Marcy Window pickt den ersten. Scrunk ist in die Smoke da gegangen und wahrscheinlich wird er es jetzt. Oder er wird es auf jeden Fall sehr schwer haben. Oh, hoppala, um es jetzt zu entscheiden. Boah, aber schöner erster Headshot. Da ist auf jeden Fall die Eröffnung schon mal geglückt. Aber wenn der Marcy rausgenommen hätte, dann wäre es vielleicht sogar noch wirklich möglich gewesen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette 15-7 für Ice on You. Kein Geld bei Fab und das ist die sehr, sehr gute Gelegenheit. Vielleicht sogar die perfekte Gelegenheit für Ice on You. Hier direkt den Deckel draufzusetzen und das Spiel durchzubringen und somit ins Finale einzuziehen. Ich denke mal, das zweite Halbfinale müsste eigentlich schon durch sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also das würde mich sehr wundern. Ja, da steht Leisure momentan schon. Die haben sich mit 19-16 in der Overtime gegen Killerfish durchgesetzt. Das heißt also, dass Ice und You als nächstes dann gegen sie muss, eventuell auch Fab, je nachdem wie dieses Spiel halt eben jetzt ausgeht. Denn noch ist es noch... Na Moment, noch ist es nicht durch. Ah, Molotov verworfen, bitte. Oh, jetzt kann Freeman natürlich nicht mal durchpushen hier, noch bitte, oder? Locker hat er da mit der AWP eine sehr interessante Position. Marcy ist auf dem Spot immer noch irgendwie unterwegs, diesmal hat die A-Deckung da ein ganz bisschen versagt. Aber Martin ist schnell genug da, um hier noch ein bisschen dicht zu machen. Marcy ist unterwegs, sucht den Kill, da bekommt den auch. Phaser geht down. David K. und Freeman im 2 gegen 3, im 1 gegen 3. David K. steht alleine. Jetzt muss es hier irgendwie noch retten, aber er sieht das wollte die Gegner nicht wirklich. Die sehen ihn aber dafür umso besser. Und damit geht auch diese Runde zu Ende. 16-7, Ice on You gewinnt hier gegen Fab Gaming Esports. Und zwar in einer, oder Fab Games Esports, und zwar in einer ziemlich überzeugenden Art und Weise auf Mirage. Also sie sind mir eigentlich schon wirklich als das deutlich bessere Team vorgekommen. Und so war sie dann auch.